Bei mir ist heute schon quasi Weihnachten. Ich habe Geschenke bekommen, ein Paket, Digga, oder zwei. Von einmal Robi, Made Robi, ein Mod von Scrome, Henry, Kuss an euch beide. Und natürlich auch von On Point, also Dave, und von seinem Bruder Dominik. Kuss an euch Jungs. Weiß nicht, was auf mich jetzt kommt. Weiß nicht, was mich erwartet. Paket aus. Jungs, was habt ihr mir lassen? Für euch? Taschentücher. Für was sind so viele Taschentücher? Ich war schon ewig nicht mehr krank. Dann haben wir noch Relax-Kaugummis. Hä, für was denn? Dann haben... Okay, damit kann ich schon eher was anfangen. Korrekt von euch. Es ist übrigens Schokolade. Auch korrekt von euch. Paket 1 ist von Dominik und Dave, oder? Von Dominik und Dave. Jungs, korrekt, dass ihr an mich gedacht habt, da ich jetzt seit ein paar Wochen vegan bin. Kuss, danke für die Schokolade. Dann ist noch was drin. Sekunde. Okay, die Taschentücher. Jungs, anders. Wie viele Taschentücher? Habt ihr die mitbestellt, damit nichts kaputt geht, oder was? Ihr habt die Taschentücher nur bestellt, damit nichts kaputt geht. Kann es sein? Jungs, da gibt's andere Methoden. Ey, Jungs, das war's wirklich komplett. Das war's wirklich... Ja, sicher ist sicher. Dave, sicher ist sicher. Wem willst du was erzählen? Was für sicher ist sicher? Damit nichts kaputt geht, die Taschentücher. Die Tasse wurde einfach anders auseinandergenommen. Die wurde gejietet. Lauch aus Leidenschaft. Geil. Danke, Jungs. Die Taschentücher haben sich gelohnt. Beste Investition von euch. Ey, diese Taschentücher-Politik hört nicht auf. Hallo? Ey, Jungs, ihr verarscht mich doch. Eine Kaugummi-Zigarette. Eine Kaugummi-Zigarette. Das ist die Stücke von der Tasse. Sehr gut. Noch eine. Sehr geil. Dankeschön. Dann ein Brief. Ich lese dir mal ganz kurz das erste vor. Die Taschentücher rentieren sich auch auf Dauer garantiert besser als die Freundin Omega Lul. Warte mal. Was ist das denn, Jungs? Ihr wolltet, um mich abzufacken, habt ihr hier noch ganz viele davon reingemacht. Ist es euer Ernst? Die sind gerade überall hingefallen, Dave, Dominik, wenn ihr das seht. Die sind überall jetzt. Ey, das kann doch nicht euer Ernst sein, Mann. Ey, überall ist mein Gesicht. Oh, Mann. Oh, nein. Was habt ihr getan? Oh, was habt ihr getan? Och, Jungs. Ey, überall diese Schnipsel. Überall. Was ist denn das? Überall diese Taschentücher. Mein Gesicht. Hey, was soll sich... Was soll... Ach, egal, komm, ich lese vor. Moin Sascha, beim Aufräumen haben wir den Play-Button von mehr Anzeigen wiedergefunden. Wir wollten dir eigentlich schon viel eher zuschicken, aber das hat sich alles verzögert wegen Corona-Morona-Kappa. Mit den paar Kleinigkeiten kannst du bestimmt auch was anfangen und die Tasse war wirklich noch nicht kaputt, als wir die verschickt haben. Ihr schickt mir eine komplette... Dave, du machst im Monat mit mehr Anzeigen 5 und ihr bestellt eine Tasse, die geht kaputt und anstatt, dass ihr die einfach neu bestellt, schickt ihr mir die kaputte zu. Ist das jetzt das Ding? Dave, ist das jetzt das Ding? Steuervorauszahlung oder was? Die Hälfte des Play-Buttons kannst du uns dann jetzt endlich überweisen, denn der war echt teuer und die Tankfüllung von meinem Opel Corsa zahlt sich ja nicht von alleine. Good one. Spaß beiseite, danke für alles. Hoffentlich darf ich bald mal mit deinem Porsche... Tippfehler drin. Ich glaube, da war Autokorrektur von Mercedes auf Porsche drin. Passiert. Dave und Dominik, PS-Taschentücher kann man bei so großen Nasenlöchern nie genug haben. Jungs, falls ihr das seht, Kuss geht raus. Danke für die lieben Worte. Und ganz wichtig, und da muss ich auch nochmal wirklich eine Sache gleich loswerden. Hier, mehr Anzeigen, 100.000 Abonnenten. Und da geht nochmal ein Kuss und ein Gruß raus an jeden, der da täglich vorbeischaut. Und natürlich geht der dickste Kuss und Gruß an Dave und Dominik raus, die zu zweit dafür sorgen, dass eigentlich täglich auf mehr Anzeigen ein Video rauskommt. Und da muss ich schon wirklich sagen, das ist eine Leistung, die ist schon sehr, also einfach derbe, ne? Ich meine, ich schaffe nicht mal ein Video die Woche momentan. Und da muss man einfach nochmal dicke Liebe da lassen an die Jungs, die sich darum kümmern, dass da einfach für Content gesorgt wird. Und das muss ich auch, da habe ich auch mit vielen drüber gesprochen und das wisst ihr, glaube ich, gar nicht, Dave und Dominik. Ich bin ultra stolz auf den Kanal mehr Anzeigen, weil ihr den einfach so derbe gut macht, meiner Meinung nach. Natürlich haben wir jetzt auch ein bisschen ein Tief vielleicht in den letzten Tagen, weil wir nicht mehr so viel mit Zuschauern machen wie vor ein paar Monaten im Sommer. Wird aber hoffentlich auch wiederkommen. Aber wirklich Kuss. Ich bin sehr stolz, dass ihr mich überzeugt habt, oder Dave, du, dass mehr Anzeigen existieren soll. Also es ist eine sehr schöne Erinnerung an die Zeit, die wir jetzt momentan haben und hoffentlich noch lange haben werden. Kuss, Jungs. Sehr geiles Weihnachtsgeschenk. Schon 3 Tage vor Weihnachten oder wann ihr es auf YouTube seht, ich weiß es nicht. Danke, Dave. Zum Glück hast du deine Adresse weggemacht, Dave. Junge, ich halte es hier so rein wie ein Depp. Er kennt mich einfach. Dave kennt mich zu gut. Kuss, Jungs. Wirklich. Ey, Mann, ey. Auf die Taschentücher. Weil mein Gesicht... Abfuck. So, kommen wir zu Paket 2. Paket 2 kommt von zwei Ehrenmods. Und zwar von Henry und von Robi, wie gesagt.
Jungs, das ist nicht euer Ernst. Was ist das denn? Hä? Digga, die sind leer! Die sind leer! Ich hab gedacht, die sind voll und ich irgendwie so, aha! Warum bin ich so stark? Warum kann ich mir das... Ihr seht's gleich. Ich denk so, Digga, Fitness hat sich bei mir gelohnt. Ich mache in letzter Zeit ein paar Liegestützen, weil Gym nicht geht. Die schicken mir leere Dosen zu. Das sind... Die sind leer, Digga. Jungs! Hä? Warum? Warum? Ich versteh's nicht. Ich versteh's nicht. Also, keine Ahnung, auch im Namen von Adlerson. Vielen Dank für das für Pfand. Wir sind bei 50 Cent. 1 Euro. 1,50. 2 Euro. 2,50. 3 Euro. 3,50 Euro Pfand. Da sage ich an der Stelle, vielen, vielen Dank. Wirklich, ich weiß, warum ich kein Postfach habe, wo man mir Sachen zusenden kann. Dann, passt auf, schicken Sie einen Brief. So mäßig, ne, das, was draufstehen soll. Und darunter liegt doch das hier. Ah ne, da steht was. Sorry. Moin, Meite. Wir haben uns überlegt, dir und deiner imaginären Freundin eine Kleinigkeit zu Weihnachten zu schenken, damit ihr nicht so allein seid und euch immer beobachtet fühlt. In dem Sinne, euch schöne Weihnachtstage wünschen Dave, Robi, Henry und Dominik. Ja, ich weiß wirklich, warum ich kein Postfach habe. Wenn das von Mods kommt, von Moderatoren, die hier sich um den Chat kümmern, will ich gar nicht wissen, was von Leuten kommen würde, die ja eigentlich nicht so viel damit zu tun haben. Oh, Jungs, was ist das? Oh, Jungs, was ist das? Oh, nein. Oh nein, bitte nicht. Oh nein. Jungs, ihr habt mir bitte nicht... Oh, nein. Oh Mann. Es ist fucking Bettbezug, Mann. Also ich bin dankbar dafür, aber... Jungs, was habe ich euch getan? Ist das Ding jetzt? Jungs, ich kann das nicht auf meinen Bettbezug machen. Ey, Mann. Ey, Jungs, ey. Ach komm. Ey, was ist... Kann man niemandem erzählen. Das ist die Decke. Das ist die Decke. Ey, ihr schickt... Und Jungs, ihr seid solche... Es ist durchdachter, als man denkt, sie schicken nur ein Kissen. Ich habe zwei Kissen, Mann. Ach ja. Ach ja, was soll ich sagen? Ich freue mich sehr, wirklich. Dominik, Dave, Henry, Robi, wir kennen uns schon ein Weilchen. Und dass ich jetzt so von euch beschenkt werde, ist wirklich sehr großzügig. Gerade auch... Das Pfand kann man sehr gut gebrauchen. Vielen, vielen Dank, Chat. Da könnt ihr auch mal Liebe da lassen. Ich weiß noch nicht wirklich, was ich sagen soll. Der Bezug, Mann. Oh, Jungs. Oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann. Ey, wirklich. Womit habe ich das verdient? Im positiven Sinne, ne? Ich meine immer, die Jungs haben einfach an mich gedacht und es geht um die Geste. Und ich bin sehr dankbar darüber, wirklich. Auch der Play-Button mit mehr Anzeigen, wie gesagt, wirklich. Jungs, Kuss geht raus an euch. Auf viele weitere Jahre. Ja, Chat. Und an der Stelle starten wir das Gewinnspiel. Wer hat Bock, eine kaputte Ey, ihr sendet mir eine kaputte Tasse zu. Ihr habt die mir nur zugesendet. Real Talk, ich weiß, warum ihr die mir zugesendet habt. Ihr wisst nicht, wo man die entsorgt. Ihr wisst nicht, in welchem Müll das gehört. Und soll ich euch was sagen? Ich weiß es auch nicht, Digga. Ich hab doch auch keine Ahnung. Was soll ich damit machen? Ich bring's jetzt meiner Mutter und was soll ich machen? Schwarze Tonne, wirklich? Ja, Jungs, Kuss. Ich räum mal kurz auf. Ja, ich gönn euch Musik dabei. Ach, Mann. Ey, Mann. Mann, so viel Müll. Ach komm. Ein Schnipsel. Mehr Schnipsel, es hört nicht auf. Ich bin sauer. Kuss, Jungs, Kuss. Sehr geile Überraschung gewesen, wirklich. Sehr, sehr geil.